Herzlich willkommen, lieber Zwilling, zu deiner Tarotkartenlegung für die 29. Kalenderwoche, der Woche, die am 15. Juli beginnt und bis zum 21. Juli geht. Wir haben in dieser Woche zunehmenden Mond und zum Wochenende hin haben wir einen Vollmond am 21. Juli. Bis dahin werden sich die Energien verdichten und zuspitzen. So könnte es recht turbulent für uns alle werden. Aber lieber Zwilling, wir wollen uns ansehen, wie deine Woche werden wird. Und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Schauen wir mal, was die Karten so sagen und was ich dir so über die Karten mitgeben kann. Und natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen. Und wir wollen uns zusammen die Woche von Zwillingen ansehen. Von den Zwillingen. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, wir brauchen dann nur noch eine Karte vom Mondorakel und können dann gleich anfangen. Okay, was haben wir hier? Das ist auch eine sehr besondere Kombination. Die Liebenden und der Eremit. Ne? Die Liebenden und der Eremit. So, wenn man die Karten ganz oberflächlich interpretiert, ne, könnte man auf den ersten Blick denken, dass diese beiden Karten stehen im Widerspruch zueinander. Ne? Die Liebenden könnten, wie das hier halt auch auf dem Bild dargestellt ist, für eine Liebesbeziehung stehen. Und der Eremit ist eigentlich ein Mensch, der lieber solo ist und seinen ganz eigenen Weg geht. Ja, aber ich persönlich finde, genau diese beiden Dinge, Verbindungen zu anderen Menschen suchen und ein Individuum zu sein, müssen sich überhaupt nicht ausschließen, sondern hängen sogar sehr, sehr stark miteinander zusammen. Ne? Ich bin davon überzeugt, ne, dass man eigentlich erst eine richtige Liebesverbindung eingehen kann, wenn man ja für sich selbst Verantwortung übernehmen kann, ne, und bei sich selbst sein kann, mit sich selbst gut allein sein kann und dabei glücklich ist, ne? Wenn man diese Fähigkeit gelernt hat, kann man sich auf einer ganz anderen Ebene mit jemandem verbinden. Natürlich auch nur, wenn der andere das ebenfalls gelernt hat, ne? Und diese Situation sehe ich hier für dich, ne? Die Liebenden müssen nicht unbedingt für eine romantische Verbindung stehen. Hier geht es eigentlich mehr um das Konzept der Liebe selbst oder vielmehr das Konzept der Liebe zwischen Menschen, ne? Zwischen allen Menschen auch. Also bezieht sich diese Energie auch auf deinen Freundeskreis, auf deine Arbeitskollegen, auf deine Familie natürlich und natürlich auch auf dich selbst, ne? Du bist ja auch ein Mensch, wie wir alle, ne? Also die Menschheit als solche einfach auch, ne? Dass man sich so grundsätzlich verbunden fühlt mit Menschen. Darum geht es bei diesem Prinzip. Und diesbezüglich wirst du in dieser Woche sehr wichtige Erfahrungen machen, die dich verbunden fühlen lassen, lieber Zwilling. Auch wenn du zurzeit solo bist, das könnte nämlich eben sehr gut sein. Und wenn du solo bist oder Single, ne, ist ja nur ein anderes Wort, dann bist du in dieser Woche sehr glücklich damit, ne, und findest Zufriedenheit in dir selbst. Wenn du dich in einer Partnerschaft wiederum befindest, denke ich, du weißt es in dieser Woche sehr zu schätzen, wenn du dir auch ein wenig Raum für dich selbst nimmst und nehmen kannst. Ja, der Eremit, da geht es um Selbstverantwortlichkeit, ne? Man möchte sich selbst und seinen Bezug zur Welt ganz vernünftig, ganz objektiv betrachten können und sucht hier auch so ein bisschen die Freiheit von weltlichen Anliegen und Bedürfnissen. So ist der Eremit auch sehr bescheiden, man kann auch sagen asketisch. Und schränkt sich einfach für ein höheres Ziel auch gerne ein. Ne? Diese Person übernimmt Verantwortung und zeigt Disziplin.
Und das hat auch mit Selbstliebe zu tun, ne? Disziplin zu zeigen. Jedenfalls, wenn diese Disziplin selbst auferlegt ist, ne? Nicht, wenn der Impuls der Disziplin von außen kommt, dann ist es natürlich was anderes. Wow. Schau dir das an, das sind die Liebenden, ne? Das ist hier die gleiche Karte. Also wird diese Energie im besonderen Maße noch einmal unterstrichen. Und hier mit den 9 der Kelche zeigt sich die Freude. Und die 9 der Kelche steht dafür, dass man sich in Geselligkeit sehr wohlfühlen wird, dass es hier eine gesellige Einigkeit gibt, ne? Ein schönes, angenehmes, geselliges Miteinander, eine heitere Stimmung. Ich sehe hier viele gesellschaftliche Anlässe, viele Gruppenerlebnisse, die dich sehr glücklich machen werden und dich dieses Gefühl von Verbundenheit natürlich noch weiter befördern. Ja, die Liebenden hatte ich ja schon über diese Energie geredet. Diese Karte, diese Energie verstärkt sich jetzt noch im besonderen Maße. Und da fällt mir auch ein, dass die Liebenden manchmal für eine Versöhnung stehen können in deinem Leben, ne? Und manchmal ist diese Versöhnung auch einseitig, ne? Vielleicht lernst du jemanden einseitig aus der Vergangenheit verzeihen. Oder lernst diese Situation, wie sie damals war, akzeptieren. Lernst sie akzeptieren und findest deinen Frieden mit einer vergangenen Situation. Und dies machst du vor allem dir selbst zuliebe, ne? Und findest wahrlich Erfüllung darüber. Die Liebenden stehen auch für eine Entscheidung, eben die Entscheidung zum Beispiel, jemanden zu vergeben oder die Entscheidung, jemanden zu verzeihen, sich mit etwas zu versöhnen oder etwas zu akzeptieren, ne? Sind alles Herzensentscheidungen. Aber vielleicht geht es hier, also die Herzensentscheidung, die man auch sich selbst zuliebe fällt, ne? Aber hier kann es noch um weitere Entscheidungen gehen, die etwas mit deiner sozialen Umgebung zu tun haben und mit deiner Zukunft. In der Vergangenheit der Teufel. Du wurdest in Versuchung geführt. Vor kurzem habe ich den Eindruck, lieber Zwilling, etwas hat dich aus dem Gleichgewicht gebracht, etwas hat dich aus dem Takt gebracht, auf einen anderen Pfad geführt oder wollte dich auf einen anderen Pfad führen. Und in dieser Woche kommst du wieder bei der Mitte an. Aber das ist jetzt die Frage, wie du diese Mitte definierst. Gehst du wieder zurück zu dem, wie es vorher war? Oder ist die Mitte für dich ein neuer Zustand? Ja, der Teufel kann auch manchmal eine toll, also ich habe ihn jetzt so beschrieben, als, also es kann, es ist, entschuldigt, es ist heute sehr warm. Da werden meine Gedanken manchmal ein bisschen fahrig. Was ich hier sagen möchte, ich hatte ja schon gemeint, der Teufel bringt einen so ein bisschen aus dem Gleichgewicht und so kann es. Ist es manchmal sehr schwierig mit dem Teufel. Ne? Kann eine sehr großartige Energie sein, kann aber auch eine sehr tückische Energie sein. Ne? Die Extreme und die Facetten dazwischen sind vielfältig. Und der Teufel ist die Konfrontation mit der eigenen Schattenseite. Und Schattenseite klingt erstmal nicht so positiv, ist aber nichts Negatives, ist vielleicht auch einfach eine sehr positive Eigenschaft von dir, die lange im Verborgenen war oder sein musste und die jetzt geweckt worden ist. Ne, das ist bereits passiert. Vielleicht wurdest du in Versuchung geführt, weil es einen sehr wichtigen Grund hat für dich. Ne? Es ist was sehr Interessantes passiert bei dem Video. Als ich über den Teufel noch mehr erzählt habe, hat sich ein Tonfehler ergeben, der sich über die gesamte weitere Legung hinweg durchgezogen hat. Und somit war dann die Legung unbrauchbar. Und ja, aber ich finde solche Zufälle wirklich auch bedeutsam. Ich habe echt keine, also Ahnung, warum das passiert ist. Ich hatte diesen Tonfehler noch nicht. Ich konnte zum Glück diese Legung rekonstruieren. Also die Karten sind jetzt genauso,
wie sie bei den letzten Videos waren, ne? Und wir machen jetzt einfach an dem Punkt ganz normal weiter. Ich bin nur ein bisschen vorsichtig mit den Teufeln, ne? Ich will jetzt nicht noch mehr über den Teufel reden. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe vielleicht irgendwas gesagt bei dem ursprünglichen Video, was nicht wahr ist oder was nicht zu dir gehört oder was nicht auch nicht von dir gehört werden sollte. Irgendwie so etwas in der Art, ne? Ja, deswegen. Wir machen jetzt einfach mal weiter, aber ein bisschen was vom Teufel möchte ich schon noch sagen. Also im positiven Falle, ne, ist das schon eine Energie, die einen sehr lebendig werden lässt, ne, und in der man viel Leidenschaft für etwas zeigt und viel Motivation und sich auch dadurch auch, ja, etwas entschließt auf eine Art, ne? Das, was man tut, hat eine Wirkung. Und man lässt hier, womöglich hast du dir hier in der Vergangenheit Dinge zugelassen, die vorher eben im Schatten waren und die jetzt auch noch eine Konsequenz haben, aber tendenziell eher positiv, ne? Also positive Konsequenz. Wir haben ja hier auch über Versöhnung geredet gehabt. Dass man sich verbindet. Ja, wir schauen mal weiter. Ich bin jetzt hier ein bisschen vorsichtig mit den Teufeln. Genau, in dein Bewusstsein, die Prinzessin der Stäbe. Und lieber Zwilling, die Prinzessin der Stäbe kann nun einer anderen Person in deinem Leben widerspiegeln oder sich auf dich persönlich beziehen. Beides ist denkbar. Aber so grundsätzlich ist die Prinzessin der Stäbe eher ein Feuerzeichen, ne? Es könnte sich also gut um jemanden handeln, der Schütze, Widder oder Löwe ist. Ja, aber ein anderes Grundtemperament ist natürlich möglich. Diese Prinzessin der Stäbe, das ist eine Charaktereigenschaft, die dieser Mensch auch so kurzweilig auch nur zeigen könnte. Oder eben du selbst, ne? Die Prinzessin kann auch eine männliche Person sein. Hier geht es mehr um das Jugendliche. Die Prinzessin der Stäbe bringt ganz viel jugendliche Leichtigkeit mit, ne? Eine Person, die so ein bisschen durchs Leben tanzt, die Neues erfahren möchte, das Leben in vollen Zügen genießen möchte, auch die schönen Seiten im Leben genießen möchte, eine sehr leidenschaftliche, lebendige Person, die auch etwas leichtsinnig sein kann, aber mit der man unheimlich viel Spaß haben kann. Und entweder fühlst du dich selbst wie so eine Person in dieser Woche, lieber Zwilling, und möchtest auch diese Eigenschaften noch weiter erleben und weiter ausführen. Oder es gibt einen Menschen in deinem Leben, der dieser Beschreibung entspricht. Und du denkst dann viel über diesen Menschen nach in dieser Woche, ne? Dieser Mensch ist sehr präsent in deinen Gedanken. Aus welchen Gründen auch immer, das ergründen wir jetzt. Und wir schauen mal, was denkt die Prinzessin der Stäbe? Ja, diese Person ist sehr, sehr glücklich aktuell. Oh wow, überaus glücklich, ne? Diese Person ist verliebt. Diese Person lässt sich auf ganz besondere Art und Weise auf das Emotionale im Leben ein. Und diese Person, dessen Gefühlswelt ist gerade am Erblühen, am Florieren. Und diese Person steigt voll darauf ein, ne? Ist hier richtig auf Wolke 7. Und das sind auch echte Gefühle, ne? Also Gefühle, die einen einfach glücklich machen, ne? Es ist halt keine Täuschung, keine rosarote Brille, sondern diese Emotionalität kommt aus dem Inneren, aus der Lebendigkeit, der Vitalität der Prinzessin der Stäbe heraus. So kann es auch sein, dass diese Person gar nicht in eine Person verliebt ist, sondern einfach in das Leben selbst. Und dieses in der Gemeinschaft und mit anderen Menschen zusammen besonders gut teilen und feiern kann. Also hier sieht man hier wirklich sehr viel Freude und Glück bei diesen Menschen. Und das kann doch viel mit dir persönlich zu tun haben, lieber Zwilling. Denn hier haben wir die 6, hier haben wir die 3 und zusammen ist es die 9. Das ist das, was du eigentlich auch erlebst, ne? Im besten Fall mit dieser Person zusammen. Das würde ich
würde ich dir sehr wünschen. Das wäre jetzt wunderschön, ne? Man kann hier wunderschöne Stunden zu zweit und gleichzeitig in der Gemeinschaft verbringen, ne? Also hier gibt es eine Ausgewogenheit zwischen Privatheit und Geselligkeit. Und das kommt dir auch zugute, das kommt der anderen Person auch zugute. Natürlich, ne? Der Magier ist ein Hinweis darauf, lieber Zwilling, dass du dir deine Welt so kreieren kannst, wie du es dir eigentlich schon immer vorgestellt hast. Du hast jetzt gerade viel in der Hand, viel mehr, als du bewusst weißt und dir auch zutraust oder dir sicher bist, dass du es in der Hand hast. Du bist gar kein Mensch, der jetzt nach Macht strebt, aber nach Selbstermächtigung und Freiheit. Das ist schon mehr deine Sphäre. Und ja, ich sehe hier einen Umgang mit der Liebe, eine Liebe in deinem Leben, die dich gleichzeitig frei werden lässt und oder frei bleiben lässt. Und diese Ausgewogenheit ist eigentlich genau das, was du dir von einer Beziehung oder von Zwischenmenschlichkeit im Allgemeinen immer erhofft hast, ne? Hier findet man wirklich eine ganz tolle Harmonie und man lernt sich hier auf einer anderen Ebene verstehen, auf einer tieferen Ebene natürlich, ne? Und das kann eben in einer romantischen Verbindung münden, aber sich eigentlich auch auf jede Beziehung in deinem Leben beziehen, ne? Auch auf Freundschaften und Familie. Dieses innerliche Gefühl, diese innere Gewissheit über die Selbstermächtigung, die du gerade erlebst, schenkt dir ganz viel Schaffenskraft, ganz viel neuen Mut. Und so, du solltest nicht zögern, sobald du hier eine tolle Gelegenheit dafür siehst, deine Ideen in die Tat umzusetzen. Denn diesbezüglich kannst du in dieser Woche sehr viel in die richtige Richtung anstoßen, sehr viele positive Impulse setzen, sehr vieles kreieren und schaffen, tendenziell, ne? Das geschieht alles nicht von heute auf morgen, aber du, dies sind hier wertvolle Anfänge. Okay, hier ein Prinz der Scheiben und hier haben wir es auch mit einer Personenkarte zu tun. Auch der Prinz ist eher eine junge Person. Vielleicht spiegelt diese Karte auch ein Kind in deinem Leben wider. Der Prinz kann natürlich auch eine weibliche Person sein. Kann auch eine ältere Person sein, aber dann das kindliche, unerfahrene Wesen dieses Menschen, ne? Eine kindliche und unerfahrene Seite haben wir alle. Und dieser Mensch würde sich dann ja viel auf diese Seite einlassen können, was diesen Menschen neugierig und lernbegierig machen könnte. Der Prinz der Scheiben könnte sich hier auch auf die Prinzessin beziehen. Wenn diese beiden Karten in Verbindung stehen, dann haben wir so eine Feuer-Erde-Konstellation und wären dann bei Stier oder Widder. Aber das muss nicht unbedingt der Fall sein. Diese Person könnte auch ein anderes Sternzeichen haben. Vielleicht ein anderes Erdzeichen. Jungfrau zeigt sich hier. Und Steinbock könnte es auch sein. Aber natürlich könnte auch noch ein ganz anderes Sternzeichen denkbar sein. Und natürlich könnte diese Karte sich auch auf dich beziehen. Diesen Prinz der Scheiben wirst du im Laufe der Woche begegnen oder dich selbst als diese Person wiederfinden. Diese Person ist eben sehr aufmerksam, sehr konzentriert und ja, sehr realistisch, introvertiert, auf das fixiert, was wesentlich ist und pragmatisch. Eine Person, die sich oft auch etwa mit etwas Handwerklichen oder etwas Konkreten beschäftigt, wie zum Beispiel Handwerk oder Technik, Hauswirtschaft, Gartenarbeit, etwas, was man mit den Händen macht. Dieser Mensch ist auch mehr so auf das Praktische, das sehr pragmatisch, ne, auf das Praktische bezogen, das Machbare. Ja, in manchen Legungen spiegelt der Prinz der Scheiben jemand wider, der etwas lernt, ne? Ein Schüler, ein Lehrling, eine Auszubildende. Wir schauen uns diese Person mal genauer an.
Oh, das ist aufregend. Schau mal, der Stern. Auch aufregend. Worum geht es da? Das ist die Frage, ne? Wer ist der Prinz der Scheiben für dich? Das ist überall spannend. Was diesen Menschen passiert in dieser Woche, ist wie eine Wunscherfüllung, ne? Es entspricht eigentlich den wahren Herzenswünschen dieses Menschen. Und dieser Mensch fühlt sich zutiefst inspiriert dadurch und schöpft Hoffnung daraus, ne? Blickt optimistisch in die Zukunft, ist begeistert von der eigenen Zukunft. Also es ist hier wirklich wunderschön. Und im Praktischen läuft nicht alles rund zwischen euch oder bei diesen Menschen oder du als diesen Menschen, ne? Es läuft nicht alles rund, aber hier kommen auch neue Nachrichten rein. Es ist auch lebendig in der Kommunikation. Es verändert diesen Menschen aktuell. Dieser Mensch reift gerade und weiß eigentlich noch gar nicht so genau, wer er am Ende dieser Reise oder nach diesem Prozess sein wird und sollte aber hier ins Vertrauen gehen, sich dem Neuen öffnen und sich nicht frustrieren lassen, falls sich Blockaden auftun, sondern eher sich darin ermutigt fühlen, wenn etwas im Weg steht, eine Lösung zu finden und vielleicht etwas umzudenken, etwas anders zu machen und das mehr als positive Herausforderung zu nehmen. Ja, ich sehe hier eher was Berufliches. Ich habe irgendwie den Eindruck, das könnte etwas Berufliches sein, aber es könnte sich natürlich auch im Privatleben und zwischenmenschlichen Bereich abspielen. Dann könnte das sein, dass der Prinz der Scheiben auch so ein bisschen an Selbstwertschwierigkeiten knabbert und dass er aber in einem Prozess der Verarbeitung ist. Also es gibt hier eine Verbesserung, aber natürlich, ja, Probleme sind immer da, werden immer vorhanden sein. Dieser Mensch neigt so ein bisschen womöglich aktuell dazu, seinen eigenen Wert nicht ganz zu erkennen und hat dann irgendwie immer den Eindruck, er müsste anderen irgendwie etwas beweisen. Das setzt diesen Menschen unter Druck. Aber ich sehe hier eine gewisse Chance, dass dieser Mensch diesen Mechanismus, der da bei ihm wirkt, durchschauen lernt. Hier kommt eine hilfreiche Kommunikation. Und wenn das eine andere Person ist, habe ich den Eindruck, diese Kommunikation kommt von dir. Und dass du zum richtigen Zeitpunkt genau das Richtige sagen wirst. Aber darüber musst du dir keine Gedanken machen. Und das wird diesen Menschen verändern. Nachhaltig, im positiven Sinne, ne? Und es kommt hier zu einem neuen Erstarken dieser Person. Okay, das ist irgendwie interessant. Wir schauen mal weiter. Die Acht der Kelche ist ein Hinweis darauf, dass diese Woche, lieber Zwilling, auch recht überwältigend für dich sein kann. Gerade im Bereich der Emotionen könnte es dir manchmal ein wenig zu viel werden, ne? Und das ist völlig in Ordnung. Du bist kein Wasserzeichen. Natürlich hat jeder Mensch Emotionen. Aber je nach Temperament können wir unterschiedlich gut mit diesen Emotionen umgehen. Und Luftzeichen verunsichern Emotionen oft auch, ne? Wenn sie Emotionen spüren, wenn sie Emotionen bei anderen Menschen erleben. Und das erzeugt viel Verarbeitung. Ne? Also man muss einfach ein bisschen mehr das alles sacken lassen und das sehe ich hier bei dir. Du könntest wirklich zwischendurch den Eindruck be gewinnen oder bekommen, dass es alles zu schön ist. So eine Art Überlagerung, ne? Also Übersättigung von schönen Gefühlen und du solltest dir wirklich auch ein bisschen Zeit nehmen, um wieder in deiner Mitte anzukommen und um diese wunderbaren Gefühle zu verarbeiten, ne? Das ist, glaube ich, recht wichtig für dich. Ich sehe hier auch sehr viel Geselligkeit. Das sind auch Potenziale, die eine Energie, also
Es könnte sein, dass du sehr viel Energie benötigst für das alles, ne? Und dass es dir zwischendurch immer wieder an Energie mangelt. Und das ist okay so. Und mehr als das ist es auch wichtig, dass du dich hier gut um dich selbst kümmerst, dass du Fürsorge gegenüber dir selbst zeigst und dir selbst etwas Gutes tust, um halt alles angemessen verarbeiten zu können. Und diese Verarbeitung, das ist auch eine Form von Wertschätzung. Ja. Aber schau mal, hier mit der Kunst bin ich mir ganz, ganz sicher, dass du hier wirklich die Waage findest zwischen allen. Dass du hier wirklich, das hatte ich hier schon gemeint, ne, so eine Ausgewogenheit zwischen privaten und geselligen findest, zwischen ja, privater Liebe und Freunde, zwischen Beruf und Arbeit. Überall findest du das goldene Gleichgewicht, die goldene Mitte. Ne? Das ist wie eine Kunstfertigkeit, dass du hier mit der ganzen Welt, die ganze Welt ausbalancierst, ne? Deine ganze Welt in Einklang bringst. Und das ist eben auch eine Form von Lebensgestaltung, ne? Dein Leben nach deinen Vorstellungen zu gestalten, ausgewogen und in der richtigen Mischung. Ja, lieber Zwilling, mit dieser Energie, mit der Kunst, hast du auch die Fähigkeit, mehr als sonst Menschen miteinander zu verbinden, Menschen zusammenzubringen. Du hast ein gutes Feingespür zu wissen, wer gut miteinander harmonisiert und findest einfach den richtigen Mix von Menschen. Und tatsächlich erinnere ich mich gerade, was ich bei der letzten Legung gesagt habe. Ne? Also, ne, ihr wisst, die Legung, die leider diesen Tonfehler hatte. Aber da kann ich mich jetzt ganz klar daran erinnern, dass ich davon geredet habe, dass viele Zwillinge Schwierigkeiten haben, Menschen miteinander zu verbinden, weil sie oft ihre Freundeskreise separieren. Ich denke, das ist keine Eigenschaft von Zwillingen an sich, sondern das kommt auch durch, ja, Gesellschaft, durch die gesellschaftlichen Bedingungen. Und wir sind doch, leben ja in Deutschland in einer Gesellschaft, wo ja Freundschaften sehr eng ist. Jedenfalls hört man das immer, ne? Oh ja, in Deutschland sind Freundschaften so eng. Und es ist selten so diese oberflächlichen Bekanntschaften. Ja, und deswegen habe ich das immer den Eindruck, dass Zwillinge ihre Freundeskreise separieren, weil sie wissen oder die Erfahrung gemacht haben, dass das nicht besonders gut ankommt bei anderen Menschen, wenn man irgend, ja, wenn man zu viele Menschen kennt. Aber Zwillinge sind so, die kennen halt einfach so viele Menschen und das ist einfach auch wahnsinnig toll. Und auch eine große Stärke. Und dann kennt man zwar so viele Menschen nur oberflächlich, das heißt aber ja nicht, dass man keine tiefen Verbindungen in der Lage sind, tiefe Verbindungen zu haben. Aber andere Leute sind vielleicht dazu geneigt, solche Rückschlüsse zu ziehen. Und dann, ja, ich habe immer das Gefühl, wenn Zwillinge ihre Freundeskreise so separieren, sind sie auch so ein bisschen nervös dabei. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass denen das auch so gefällt, dass sie dann irgendwie denken, dass sie das gut finden, ne? Aber dass sie das aus Rücksicht gegenüber anderen machen, ja. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das auf jeden Zwilling zutrifft. Ich habe das nur bei einigen beobachtet, ne? Vielleicht ist das jetzt bei dir überhaupt nicht der Fall. Vielleicht fühlst du dich aber doch angesprochen davon. Vor allem geht es hier ist es in dieser Woche alles ein bisschen anders. Ne? In dieser Woche fällt es dir leicht, die Menschen zu verbinden. In dieser Woche hast du ein besseres Gespür dafür, ein richtiges Talent dafür. Und vielleicht ist das für dich eine tolle Chance, es mal anders zu machen. Und dann erlebst du, dass es einfach auch sehr positiv bei den Menschen ankommen kann. Ne? Ja, andere Menschen wissen manchmal gar nicht, was gut für sie ist. Ne? Und manchmal muss man hier tolle Impulse setzen. Du hast die Möglichkeit, indem du hier eine Gruppe zusammenbringst, auch wirklich interessante neue Brücken zu schlagen zwischen diesen Menschen, ein wichtiger Connector zwischen diesen Personen zu wirken. Und hast diesbezüglich ein tolles Feingespür. Das wirkt sich auch auf dich positiv aus.
alle Male, ne? Hier hast du, kannst du hier viele Dinge ins Gleichgewicht bringen und findest einfach, ja, auch in deinem Leben einfach den richtigen Mix, ne? Dass du die richtigen Prioritäten setzt, dass du einfach doch vieles, was scheinbar im Widerspruch miteinander steht, unter einen Hut bekommen kannst. Und dich dabei einfach sehr wohl fühlst, ne? Ja, das ist auch eine tolle Karte, die eben von vielen Menschen und Gemeinschaft und Harmonie spricht. Genauso wie das hier der Fall ist, ne? Also, ja. Ja, du bist auch total zuversichtlich gestimmt und du hast auch allen Grund dafür. Du hast auch eine Umgebung, die gerade sehr optimistisch ist, ne? Und da passieren gerade sehr viele Dinge auf so entspannte Art und Weise, ne? Also viele neue Chancen ergeben sich hier womöglich über dein soziales Gefüge und diesbezüglich blickst du halt recht optimistisch und hoffnungsvoll. Und das ist super. Das gibt dir auch viel Kraft und du hast den Eindruck, du kannst und wirst auch in der Zukunft voll und ganz drauf einsteigen. Man sieht hier auch einen Wunsch bei dir, diesmal alles gut zu machen oder besser zu machen, als es mal war. Und ja, diesmal alles so zu machen, dass du voll und ganz zufrieden bist. Und du bist doch zuversichtlich, dass dir das gelingen kann. Du freust dich richtig auf diese Zeit. Also man sieht hier schon eine Lebendigkeit, einen Wunsch nach Dynamik und Tatkraft. Und was wird passieren? Der Eremit? Das ist hier diese Karte. Schau mal, ne? Also beide Karten. Wiederholen sich hier und sind halt beide gleichermaßen betont und unterstrichen. Ja, und zum Ende der Woche, ja, dir geht natürlich so ein bisschen die Puste aus. Das ist hier diese Trägheit und du wirst dich zurückziehen und dich wieder mehr auf dich fokussieren, auf deine Ziele, auf deine wahren Bedürfnisse, auf das Essentielle, ne? Das Essentielle, auf jeden Fall. Und das ist auch gut so. Das ist auch genauso richtig. Ja, das ist auch diese Ausgewogenheit zwischen ich und der Welt, ich und du, dem Alleinsein und dem Untermenschensein, ne? Also in dieser Woche bekommst du wirklich alles in Harmonie und Einklang und das ist wirklich unheimlich schön. Ja, der Eremit, der macht dich dann sehr ernst, ne? Zum Vollmond hin wirst du sehr ernst werden und die Energie mehr so ballen in dir selbst, das kann genau das Richtige sein. Ich würde wirklich versuchen, zum Wochenende, lieber Zwilling, dein Glück nicht im Außen zu suchen, sondern im Inneren zu finden und da wirst du vieles finden. Ja, der Eremit macht dich ernst. Und es ist auch eine Phase der Askese, es ist schon richtig asketisch. Vor allem bescheiden, schlicht, einfach, weil man den Blick auf das Wesentliche haben möchte und seinen Blick auch verfeinern möchte, so dass man objektiv eine Sache beurteilt. Und das ist auch notwendig, um hier voranzukommen. Das ist auch notwendig, um diese ganzen Emotionen zu verarbeiten. Ich habe hier schon den Eindruck, ne, dass hier jemand ist, mit dem du sehr starkes Liebesglück erleben wirst, nämlich mit dieser Prinzessin der Stäbe, ne? Vielleicht auch Dieb. Ja, du kannst dieser Person schon vertrauen. Hier sieht man schon etwas Schönes, aber trotzdem ist der Fokus auf dich selbst sehr, sehr wichtig, ne? Natürlich. Und das in einer Beziehung zu schaffen, ist auch sehr wichtig, diese Ausgewogenheit zwischen ich selbst sein, aber mich auch so öffnen, dass ich mit der Person mich vereinige. Ne? Das ist auch so eine Gratwanderung. Es ist auch nicht gut, wenn man in einer Beziehung zu sehr man selbst bleibt. Ne? Das ist dann natürlich, dann hat man ein Problem mit Distanz. Nicht das Gegenteil, mit Nähe. Ne? Dann hat man ein Problem mit Nähe, wenn man dann in einer Partnerschaft ist und die Person gar nicht an sich ranlässt.
Aber es ist auch das Gegenteil nicht gut, ne? Wenn man sich ganz und gar in der anderen Person verliert, ne? Und das Ich-Sein völlig aufgibt, das ist genauso schlecht, ne? Das ist genauso unausgewogen. Und beides in Einklang zu bringen, die Hingabe zu der anderen Person, aber auch die Selbstständigkeit seiner eigenen Persönlichkeit zu bewahren, ne? Also, oder des eigenen Ichs. Du wirst das in dieser Woche richtig gut hinkriegen. Na, das muss ich schon sagen. Also, wenn, dann in dieser Woche. Und darüber wirst du auch viel lernen. Ne? Also, vielleicht bist du hier auch der Prinz der Scheiben, ne? Der hier sehr viel lernt darüber. Lieber Zwilling, ich wünsche dir auf jeden Fall eine hervorragende Woche mit vielen tollen Erlebnissen und Erfahrungen. Und ja, dass du hier für dich persönlich toll weiterkommen wirst. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.